und ich rufe schnell auf den Tagesordnungspunkt 94. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Hessisches Schulgesetz und Coronavirus 205337 zu 205294 zu 204904. Berichterstatter ist der Kollege Daniel May. Herr May, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 205334 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege May. Erster Redner ist der Abg. Armin Schwarz für die Fraktion. Habe ich einen Fehler gemacht hier? Also hier habe ich liegen Schwarz, Tagesordnungspunkt 94. Hast du dich nicht gemeldet, Armin? Aber du wolltest noch nicht. Na, du kannst doch immer. Also bitte schön. Armin Schwarz hat das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, zu vorgerückter Stunde ein paar wenige Sätze. Wir haben ja am Dienstag in zweiter Lesung das Gesetz auf den Weg gebracht. Große Teile dieses Hauses könnten sich vorstellen, ohne eine dritte Lesung die Wirkung für den 1. April bereits zu entfalten. Insofern nach meiner Einschätzung, nach unserer Einschätzung ein hohes Maß an Einigkeit, ein hohes Maß an Einigkeit für die Notwendigkeit der hier getroffenen Regelungen. Kollege May hat eben Bezug genommen auf unseren Änderungsantrag, den wir nach Auswertung der schriftlichen Anhörung eingebaut haben in den Gesetzentwurf. Die Auswertung der schriftlichen Anhörung hat wichtige Erkenntnisse gebracht. Die haben wir auch gerne im Sinne der Sache berücksichtigt. Ich will auf wenige Punkte noch einmal Bezug nehmen. Wir haben in § 83 des Gesetzes die Regelungen für Ton und Bild, Stichwort Videokonferenzen bzw. an der Stelle digital gestützter Fernunterricht mit berücksichtigt. Um an diesem Unterricht teilzunehmen, ist eine aktive Willensbekundung erforderlich. Wir haben geregelt, dass es nicht erforderlich ist, dass man zwischendurch oder permanent mit Bild am Unterricht teilnimmt. Aber auch dort ist hinterlegt, dass selbstverständlich der digital gestützte Fernunterricht mit Video natürlich im Pflichtbereich ist. Und daraus ist auch die Frage abgeleitet, dass natürlich der Heimunterricht, der digital gestützte Fernunterricht im Pflichtbereich sich darstellt und die Unfallkasse Hessen hier natürlich auch den Versicherungsschutz für Schülerinnen und Schüler darstellt. Darüber hinaus haben wir wesentliche Fristen verlängert, nämlich Fristen für Fristen verlängert für Schulkonferenzen, für Elternabende und auch entsprechende Wahlen. Das ist eine Frage der Anpassung. Wir hätten uns vorstellen können, das zu entfristen. Die Fragestellung wurde aber dann von den Anzuhörenden tatsächlich gestellt, ob sich das bewährt, noch einmal evaluieren soll. Das haben wir natürlich dann auch eingebaut und die Frist bis zum 31.01.2023 verlängert. Ferner, und das soll auch das letzte Beispiel sein, haben wir darauf hingewiesen, dass die Schuleingangsuntersuchung unsererseits natürlich wünschenswert ist, aber vor dem Hintergrund der nicht planbaren und der auch nicht absehbaren Belastung der Gesundheitsämter als Option im Sinne des Könnens natürlich vorgesehen ist. Aber falls es dort einen erhöhten Druck auf die Personaldecke gibt, man möglicherweise an dieser Stelle zum Schuljahreswechsel 2021/22 auch darauf verzichten kann. Unser Wunsch ist natürlich, dass das nicht geschieht, sondern dass in bewährter Art und Weise die Schuleingangsuntersuchung stattfindet. So viel in wenigen Strichen auf wesentliche Änderungen, die wir noch eingebaut haben. Ansonsten verweise ich auf meine Ausführungen
vom Dienstagabend, als ich in zweiter Lesung das in etwas größerem Detail und in größerer Breite dargestellt habe. Ich bedanke mich für das wirklich konstruktive Zusammenarbeiten bei der Erstellung bzw. dann auch bei der Berücksichtigung der Dinge, die wir alle gemeinsam für notwendig halten. Ein guter Tag für die hessischen Schulen, nämlich die Planbarkeit und Rechtssicherheit für den Unterricht und das schulische Chef wird damit gewährleistet. Jenseits des 31. März das Gesetz Covid-1 oder das Covid-1-Schulgesetz, so haben wir es ja bezeichnet, läuft dann in der Wirkung aus. Von daher, jetzt geht es weiter und die Schulen wissen sehr genau, wie damit umzugehen ist. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Strube. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Prinzip hat Herr Degen am Dienstag mit Ihnen die Argumente zu den geplanten Änderungen schon ausgetauscht. Trotzdem möchte ich heute noch einmal konkret auf zwei Punkte eingehen. Das ist einmal das Thema Berufsorientierung und Berufsfachschulen. Bei Berufsfachschulen hatten Sie uns signalisiert, dass dazu noch etwas kommt, was jetzt nicht der Fall ist. Und zum Thema Berufsorientierung, das war in der Anhörung auch nicht so kerzengerade. Da, glaube ich, sollten wir noch einmal darüber sprechen. Seit Beginn der Pandemie steht die Berufsorientierung in den Schulen vor erheblichen Herausforderungen und im Hinblick auch auf die wichtigen Praktika. Grundsätzlich kann ich verstehen, dass hierbei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Was ich jedoch nicht akzeptieren kann, ist die Tatsache, dass Sie mit Ihrem Gesetzentwurf diese Situation noch verschärfen, indem Sie die Schulen die Möglichkeit geben, im schlimmsten Falle bis zum Schuljahr 2021/2022, also anderthalb Jahre, die Berufsorientierung und insbesondere die Berufspraktika auszusetzen. Und es hat mich diese Woche ein wenig gewundert. Herr Al-Wazir betonte diese Woche anlässlich der bundesweiten Woche der Ausbildung die große Bedeutung der Berufsorientierung für junge Menschen in Zeiten von Corona. Und Sie machen genau das Gegenteil. Es geht nicht, dass Sie weiterhin die Berufsorientierung als Stiefkind behandeln. Jugendliche in Vorabgangsklassen und Abschlussklassen brauchen Unterstützung, und diese gerade jetzt. Ich persönlich bin schon froh, wenn Jugendliche am Ende der Schulzeit wissen, ob sie eine Ausbildung machen wollen oder ob sie lieber doch studieren wollen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn sie dann noch wissen, in welches Berufsfeld, kaufmännisch, technisch oder handwerklich reinmünden, dann sind wir schon einmal einen großen Schritt weiter. Schulen müssen gerade jetzt natürlich mit anderen Akteuren zusammen, alleine können sie das nicht, unsere Jugendlichen auf das Berufsleben vorbereiten. Und dann stelle ich mir dazu noch die Frage, was machen denn Jugendliche eigentlich jetzt nach der 10. Klasse, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden oder möglicherweise gar nicht ausbildungsreif sind? Und Jugendliche aus meiner Sicht mit mittlerem Abschluss brauchen eine Perspektive und dürfen an dieser Stelle nicht vergessen werden. In diesem Zusammenhang bin ich sehr gespannt auf Ihre Antworten zu Ihrem Berichtsantrag und gerade auch im Hinblick zwischen die Kluft von den Jugendlichen, die quasi ausbildungsreif sind oder aber noch Unterstützung brauchen. Und ich habe das Gefühl, dass Sie mit der Beantwortung warten. Wir haben es schon im Dezember eingebracht, weil die Zahlen vielleicht doch nicht so optimal sind und das vielleicht sich noch ein bisschen verbessern soll, weil wir auch da die letzten zwei Jahre gerne mal zu sehen bekommen würden. Bis dahin hätte ich noch zwei gute Tipps, und dann komme ich auch zum Schluss. Bieten Sie den Schülerinnen und Schülern weiterhin den Besuch der einjährigen höheren Berufsfachschule an. Dass das Übergangssystem langfristig eine Reduktion braucht, das ist uns allen bewusst, aber doch nicht während einer Pandemie. Nicht dann, wenn viele Betriebe kämpfen und es auch noch zu einem enormen Matching-Problem kommt, dann sollte man das nicht tun. Und an diese Überlegung schließt sich auch mein zweiter Tipp an. Reaktivieren Sie doch einfach die Berufseinstiegsbegleitung. Seit 2012 war dieses Förderinstrument für Sie ein gutes Instrument, um Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf vom Übergang aus der Schule auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten.
Und letztes Jahr, ich habe gerade noch einmal nachgeguckt, es war ungefähr der 7. Februar, haben Sie im Sozialausschuss, jetzt ist er nicht da, diese gute und sinnvolle Berufseinstiegsbegleitung gegen großen Widerstand der Akteure, der Schulen und allen anderen beendet. Und warum haben Sie das beendet? Weil die ESF-Mittel ausgelaufen sind und Sie sie nicht finanzieren wollten, obwohl die Regionaldirektion Hessen, mit denen haben wir nämlich auch gesprochen, Ihnen massiv entgegengekommen ist. Nehmen Sie, Herr Kultusminister, in Zusammenarbeit mit dem Sozialminister diese Entscheidung zurück und geben Sie damit den Jugendlichen die Chance, ohne Brüche in ein Erwerbsleben zu starten. Ich komme zum Schluss. Zum Schluss habe ich natürlich noch ein wenig Hoffnung, Herr Kultusminister. Nachdem Sie es ja geschafft haben, Ihre Meinung zum Wechselmodell zu ändern, traue ich Ihnen dies auch in Bezug auf die einjährige höhere Berufsfachschule zu und auch auf die Berufseinstiegsbegleitung. Bitte überlegen Sie aber nicht wieder ein Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Strube. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Klar ist, viele der Anpassungen sind notwendig, und viele der Anpassungen sind auch richtig. Ich möchte im Rahmen der dritten Lesung daher nur noch auf einen Kernpunkt im Detail eingehen. Herr Staatsminister Lorz, Sie haben es am Dienstag gesagt, und Kollege Schwarz hat eben noch einmal darauf hingewiesen, dass Sie den Distanzunterricht nunmehr gesetzlich regeln. Und das ist natürlich auch richtig. Das ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Sie hier eine Chance vertan haben. Sie haben nämlich die Chance vertan, das digitale Lernen im Gesetz mit zu verankern. Sie erweitern die Unterrichtspflicht auf das Lernen im Distanzunterricht. Und in einem neuen Absatz steht leider nichts zum digitalen Lernen drin. Erst in der Begründung vom Gesetz heißt es dann, die neue Legaldefinition sei für den Einsatz von Videokonferenzen notwendig. Und Sie haben ja den § 83b angesprochen, Kollege Schwarz. Hier heißt es dann, Distanzunterricht kann durch den Einsatz von elektronischer Datenkommunikation unterstützt werden. Meine Damen und Herren, beim digitalen Lernen geht es aber nicht nur um Videokonferenzen, und das möchte ich hier auch noch einmal deutlich sagen, sondern es geht um eine völlig neue Art des Lernens. Und da ist diese Regelung zwar ein erster richtiger Schritt, aber es ist noch nicht ausreichend. Und wir Freien Demokraten haben jetzt seit über einem Jahr dafür gekämpft, ein Videokonferenztool in das Schulportal einzubinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass das kommt. Aber wie gesagt, digitales Lernen ist mehr als nur analoges Lernen vom Klassenzimmer in das Heim sozusagen oder nach Kinderzimmer zu streamen. Ich glaube, das ist auch klar. Bei der Erweiterung der Unterrichtspflicht auf das Lernen zu Hause muss also es um mehr gehen als nur um sozusagen den Einsatz von Videokonferenzen. Und die Kollegin Anders, die lacht. Ich muss sagen, ich finde es auch amüsant, dass gerade Sie es ja waren, die in der letzten Plenarwoche uns noch vorgeworfen haben, dass sozusagen, ich kann Sie da auch zitieren, Sie haben ja gesagt, ich glaube nicht, dass es damit getan ist, den Präsenzunterricht nun eben einfach mal digital zu machen. Das hatten Sie gesagt, und ich glaube, da sind wir uns einig. Und deswegen reicht es nicht einfach nur hier das Lernen zu Hause zu übertragen. Da ist der Einsatz von Videokonferenzen nicht ausreichend. Und deswegen bleibt Ihr Gesetzentwurf auch weit hinter dem Anspruch zurück, den Sie explizit formuliert haben, Kollegin Anders. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Ich möchte an dieser Stelle einmal dem Ministerium danken, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass das ein sehr umfangreicher Gesetzentwurf war und dass der von den entsprechenden Personen im Ministerium auch enorm viel abverlangt hat. Knapp 50 Seiten, viele Detailregelungen. Und ich habe ja eingangs gesagt, sie sind wichtig für die Schulen. Und gerade deshalb möchte ich jetzt noch einmal meinen Wunsch bekräftigen für die Zukunft.
bei einem solch umfangreichen Gesetzentwurf doch in Zukunft auch eine richtige Synopse uns im Vorfeld zur Verfügung zu stellen. Kollegin Strube hat ja zu Recht darauf hingewiesen, das wäre gerade bei der Verlängerung der einjährigen Berufsfachschulen hilfreich gewesen, die Kollege Schwarz zwar angekündigt hat, aber die irgendwie im Gesetz nicht zu finden sind. Ja, schade. Enttäuschend ist auch, damit möchte ich mit Blick auf die Ergebnisse des heutigen Corona-Kabinetts enden, dass die Kehrtwende, die wir jetzt erleben, die nächste ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, wer so vorgeht, wer so wie Sie vorgeht, der muss sich schon fragen lassen, kommen Sie eigentlich selbst noch mit beim Zählen der Kehrtwenden, die Sie vornehmen? Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Nächster Redner ist der Abg. Scholz für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Aller guten Dinge sind drei, so eine bekannte Volksweisheit. Die heutige dritte Lesung macht hier jedoch eine unrühmliche Ausnahme. Denn wäre es nach der Landesregierung sowie den ansässigen Konsensfraktionen gegangen, hätte diese dritte Lesung überhaupt nicht stattgefunden, weil es von Anbeginn Ihr erklärtes Ziel war, dieses Gesetz im Parlament schnell und möglichst lautlos regelrecht durchzupeitschen. So wurde ein komplexes und inhaltlich bedeutsames Gesetz in Bezug auf die Herstellung von Planungs- und Rechtssicherheit unserer Schulen sowie den Bildungserfolg unserer Kinder auf Betreiben der Fraktionen der SPD, der LINKEN, der FDP im Dienstagplenum gemeinsam mit vier weiteren Anträgen der oben genannten Fraktionen, darunter ein zweiter Gesetzentwurf der FDP, unter einen einzigen Topf zusammengefasst und pflichtgemäß abgehandelt. Der vermeintlich kritischen Ausführung der Oppositionsfraktionen zu den Regelungsvorschlägen der Landesregierung erwiesen sich erneut als reine Scheindebatte, in welcher sie ihren Wählern verantwortungsbewusste parlamentarische Arbeit vorgaukeln und präsentierten sich am Ende doch als devote Steigbügelhalter der Landesregierung. Und genau deshalb hat meine Fraktion unter lautstarken Protest seitens des bildungspolitischen Sprechers, ich hoffe, er ist da, der CDU-Fraktion, ich zitiere ihn, hör doch auf mit dem Scheiß, Zitat Ende. Entschuldigen Sie, Herr Präsident, das ist ein Zitat. Die dritte Lesung beantragt, um der Landesregierung eine weitere Möglichkeit zu einer dringend gebotenen Nachbesserung ihres Gesetzantrages einzuräumen. Jedoch haben Sie diese Gelegenheit erwartungsgemäß nicht genutzt. Sehr geehrter Herr Kollege Schwarz, was Sie als Scheiß zu benennen pflegen, Sie wissen genau, was ich meine, ja, beschreiben wir von der AfD als einen wesentlichen Schritt innerhalb eines parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses. Es ist bemerkenswert und zugleich sehr vielsagend, wie weit hier die Bewertungen eines zutiefst demokratischen Verfahrens offenbar auseinandergehen. Der zur zweiten Lesung in allerletzter Minute eingebrachte Änderungsantrag der Landesregierung ist ein erneutes Beispiel für einen gescheiterten Versuch, sachhaltige Lösungsvorschläge der Opposition sowie der angehörten Bildungsexperten angemessen in das Gesetzgebungsverfahren einzubinden. Nein, meine Damen und Herren der Landesregierung, so einfach werden wir Sie nicht aus dieser Verantwortung entlassen, die auch von uns sowie von den angehörten Bildungsexperten wieder und wieder kritisierte und heute ja wieder relativierte und die Geschichte der Schuleingangsuntersuchungen ist immer noch nicht ausgeräumt und zutiefst skandalös. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Einstellung von 450-Euro-Kräften ohne definiertes Anforderungs- und Eignungsprofil und ohne vorausgesetzte pädagogische Qualifikation zum Einsatz an unseren Schulen verhöhnt jedes verantwortungsvolle politische Handeln, meine Damen und Herren. Die neben uns auch vom Lehrerverband und den Schülervertretungen geäußerte massive Kritik an der Option einer erneuten Aussetzung der Versetzungsregularien wird von Ihnen einfach weiterhin ignoriert.
Frau Stube von der SPD sprach dieses Thema gerade an. Die Regulierung der Berufsorientierung im Rahmen des Berufswahlprozesses unserer Schüler übergehen Sie in Ihrem Gesetzentwurf ebenfalls. Wie der Stellungnahme der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände zu entnehmen ist, Zitat, die Lösungsorientierung, Substituierung und eine Kompensation für entfallene Berufsorientierungsmaßnahmen ist bisher nicht ausreichend, um Schülerinnen und Schülern in den Abschluss- und Vorabschlussklassen sowie in den beruflichen Schulen einen adäquaten Berufswahlprozess zuteilwerden zu lassen. Genau dies sollte mit dem vorliegenden Gesetzentwurf angestrebt werden. Zitat Ende. Der VHU übt weiterhin scharfe Kritik daran, dass Maßnahmen zur Berufsorientierung, insbesondere die Berufspraktika, bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 ausgesetzt werden können und ein Ersatzangebot nicht vorgesehen ist. Zur Erinnerung, bereits vor der Pandemie waren 30% unserer Schulabsolventen nicht ausbildungsfähig. Und ein ähnlicher Prozentsatz brach bereits nach kurzer Zeit den gewählten Ausbildungsgang aufgrund einer unzureichenden Berufsvorbereitung ab. Ihr offensichtliches Handlungsversagen wird zu einer deutlichen Erhöhung dieser Quoten führen. Die Liste der defizitären Regulierungen innerhalb Ihres Gesetzentwurfs ließe sich mühelos verlängern. Lassen Sie mich mit einem Zitat schließen. Der Chef des RKI Lothar Heinz Wieler äußerte zu Beginn der Pandemie, Zitat, das ist keine Zeit für Dilettanten, sondern eine Zeit für Profis. Zitat Ende. Sehr geehrte Vertreter der Landesregierung, in welche der beiden Kategorien werden Sie wohl einmal rückblickend von den hessischen Bürgern eingeordnet werden? Nun, wir werden sehen. Ihren Gesetzentwurf inklusive Änderungsantrag lehnen wir konsequenterweise ab. Ich bedanke mich recht herzlich für die heutige Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Scholz. Ich darf jetzt schon ankündigen, dass der Kollege Armin Schwarz am Schluss der Beratung, das heißt nach dem Minister, eine persönliche Bemerkung gemäß § 81 unserer Geschäftsordnung machen wird. Ich darf jetzt aufrufen als nächste Rednerin die Kollegin Elisabeth Kuder für die Fraktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ganz kurz und knapp. Wir haben ja eigentlich schon den größten Teil der Argumente zum Gesetz ausgetauscht. Wir können dem nicht zustimmen. Wir haben es schon kritisiert wegen den Schuleingangsuntersuchungen, wegen der fehlenden Entlastung für Lehrkräfte in der Pflichtstundenverordnung und wegen der Berufsorientierung. Das haben wir so klar gesagt. Sie haben die Sachen nicht geändert. Deswegen gibt es von uns auch keine Zustimmung. Wir werden uns enthalten. Ich glaube, uns ist allen klar, dass es so ein Gesetz braucht, auch um den Schulen ein bisschen Perspektive zu geben. Aber ich will an dieser Stelle das noch einmal nutzen, den Raum, um noch einmal etwas zu den Beschlüssen von heute zu sagen. Ich muss wirklich sagen, nach einem Jahr Pandemie ist dieser Hickhack aus diesem Kultusministerium wirklich nur noch sehr, sehr schwer zu ertragen. Es ist nicht nur für uns hier echt wirklich schwer, das zu ertragen, sondern vor allen Dingen für die vielen Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern ist das nicht mehr nachvollziehbar. Und ich finde das wirklich hochnotpeinlich. Am 5.3. wird verkündet, die Jugendlichen ab Jahrgangsstufe 7 sollen erst nach den Osterferien in den Wechselunterricht. Ich sage Ihnen mal was. Da war die Inzidenz bei 68,9 landesweit. Ganze vier Tage später, am 9.3., wird ohne mit der Wimper zu zucken genau das Gegenteil erklärt. Die Jugendlichen können jetzt doch schon vor den Osterferien zurück an die Schulen kommen. Und wie hoch war die Inzidenz da? 78,7. Also ziemlich genauso hoch wie vier Tage zuvor. Da kommt doch wirklich niemand mehr mit. Das ist doch eine Katastrophe mit Ansage. Einfach einen gegen die Wand fahren. Und da war doch allen klar, das wird so nicht funktionieren. Und oh Wunder, heute macht man wieder den Rückzieher. Und das untergräbt natürlich jetzt das Restvertrauen der Bevölkerung in die Corona-Maßnahmen, weil es war doch ein durchschaubares Manöver. Bereits Ende Februar haben alle Expertinnen und Experten vor der dritten Welle und den Mutationen des Coronavirus gewarnt. Gebetsmühlenartig haben sie der Politik erklärt, warum Öffnungen unter diesen Voraussetzungen direkt in den nächsten Lockdown führen werden. Und für die Voraussetzungen zu lockern wären Sie und die Bundesregierung im letzten Jahr zuständig gewesen.
Stattdessen kündigt man Öffnungsschritte an, ohne eine Teststrategie für die Schulen, ohne nennenswerte Fortschritte beim Impfen, ohne pädagogische Konzepte, wie das vor Ort funktionieren soll. Und kurz vor den Wahlen, man muss es ja noch einmal sagen, kündigen Sie an, dass Sie lockern und lockern. Am besten noch, man kündigt das auf dem eigenen Parteitag an. Nur um dann nach den Wahlen das zurücknehmen zu müssen, weil von Anfang an klar war, dass das unter diesen Umständen nicht klappen kann. Ich finde, das ist parteipolitische Taktiererei, und um der skandalgeplagten CDU noch ein paar Wählerstimmen zu sichern. Ich finde, das geht nicht. Nehmen Sie endlich Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler in der Pandemie ernst und hören Sie auf mit diesem Hickhack. Es versteht niemand mehr, es kommt niemand mehr hinterher. Geben Sie klare Richtlinien. Ich finde, da hat Frau Faeser etwas ganz Gutes gesagt. Man könnte ja jetzt sagen, nach den Osterferien, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, dass auch die Grundschülerinnen und Grundschüler da eine Perspektive brauchen und nicht jetzt versprechen, da gibt es Präsenzunterricht für die Grundschülerinnen und Grundschüler. Das ist Augenwischerei. Seien Sie endlich ehrlich. Keine parteipolitischen Spielchen mehr. Bitte, es ist wirklich unerträglich gewesen. Danke, Frau Kula. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ja bereits schon auf den Gesetzentwurf in der letzten Sitzung eingehend etwas dazu gesagt. Nachdem aber jetzt doch so viele geredet haben und noch nicht alle, habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt auch noch einmal dran. Also, wir hätten ja sehr gerne auf eine dritte Lesung verzichtet, aber es ist vielleicht ganz gut gewesen. Lesung heißt ja auch, man soll lesen. Und möglicherweise hat die AfD jetzt noch die Gelegenheit gehabt, in dieser dritten Lesung noch einmal nachzulesen, was dort in diesen 50 Seiten eigentlich alles an wirklich fundamental Gutem eigentlich drinsteht. Es ist ein Gesetzentwurf, das muss ich noch einmal genau betonen, vielleicht ist es nicht mit, hat es ja da drüben niemand mitbekommen, der so ausgewogen ist. Und ich will auch fast mal so sagen, jeder wünscht sich, die Corona-Krise nach Möglichkeit möglichst bald beendet zu haben. Aber nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich sage, wenn jetzt eine Corona-Krise auch noch länger andauert, dann hatten wir jetzt die Gelegenheit, gerade mit diesem Gesetzentwurf angemessen, und zwar mit vielen Möglichkeiten zu reagieren, was wir vorher nicht hatten. Also die Krise hat uns sozusagen gezwungen. Und ich möchte auch ganz gerne noch einmal auf den Kollegen, auf den sehr geschätzten Kollegen Herrn Promny noch einmal eingehen. Natürlich ist es so, dass eine digitale Welt eine andere sein wird nach dieser Corona- oder während dieser Corona-Krise, ist völlig klar. Aber selbstverständlich müssen auch die Lehrer und die Lehrkräfte insgesamt, die müssen darauf vorbereitet sein. Und ich finde es eigentlich gut, dass dieser Gesetzentwurf so gefasst ist, dass es mit vielen Kannbestimmungen erst einmal ist. Denn die müssen auch erst einmal ganz neu anfangen. Und ich kann aus wirklich guter Erfahrung berichten, das fällt vielen Lehrern gerade jetzt sehr schwer, obwohl natürlich, das muss man auch anerkennenswerterweise sagen, es gibt sehr, sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die gerade während der Corona-Krise ungemein kreativ auch mit digitalen Medien umgegangen sind. Und also aus diesem Grunde brauchen die nicht so einen großen Nachhilfeunterricht, wie es hier vielleicht manchmal vorgegeben wird. Aber ich denke, natürlich, klar, es ist ein Lernprozess. Aber wenn wir den digitalen Unterricht sehen, ja, den Sie eigentlich hier ja, so, sozusagen dem Sinne Lanze brechen wollen, selbstverständlich guter Unterricht, das ist unabhängig davon, ob das nun digital ist oder auch ganz andere. Es geht immer um die Methodenkompetenz. Und da muss sowieso immer jeder Lehrer überlegen, wie bringe ich einen bestimmten Gegenstand an unsere Schüler. Ob das auf digitale Art und Weise passiert oder auf andere Art und Weise, das ist ihm auch selbst überlassen. Aber er hat jetzt hier eine Handhabe. Und mit diesem Gesetzentwurf, das muss ich noch einmal so betonen, der ist ausgesprochen gut. Also gerade mit diesen vielen, vielen Möglichkeiten, die eigentlich eine gute Handreichung geben und vor allen Dingen, was wirklich schön ist an diesem ganzen Gesetzentwurf, es lässt den Lehrkräften eine bestimmte Freiheit und es schränkt sie eben nicht ein. Und ich finde ihn gut und aus diesem Grunde kann man wirklich dem
ohne Vorbehalte zustimmen. Es ist eigentlich schade, dass man in diesem ganzen Haus noch die dritte Lesung hat machen müssen. Aber gut, okay, vielleicht ist man jetzt auch klüger geworden. Und ich bitte dann vielleicht noch einmal nachzulesen, wer das eine oder andere noch nicht so geschafft hat. Oh, meine Zeit ist ja längst um. Oh, also sehr freundlich. Also vielen, vielen Dank. Ja, doch. Sie kommen sonst zu spät nach Hause. Nein, das ist schon in Ordnung, Herr Kahnt. Wenn ich nicht abwinke, ist alles entspannt. So, vielen Dank, Herr Kahnt. Nächster Redner ist der Abg. Daniel May für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz das Änderungsgesetz zum Schulgesetz regelt die Dinge, die notwendig sind, um den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie auch rechtlich abzusichern, sei das die Videoübertragung, seien das Videokonferenzen oder sei das eben auch der Verzicht auf Praktika, wenn eben die Corona-Maßnahmen die nicht möglich machen. Eigentlich alles gar nicht so dramatisch, was sozusagen den politischen Sprengstoff angeht. Denn wir machen hier Dinge, von denen eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt, das ist jetzt nun mal so wegen der Kontaktbeschränkungen, wegen der Pandemie. Wir müssen das eingrenzen. Und von daher ist ja auch das Abstimmungsverhalten am Ende des Tages so, dass die Koalition mit Ja stimmt und zumindest große Teile der Opposition sich enthalten. So. Und deswegen stellen wir fest, weil das Gesetz so unspektakulär ist, oder sagen wir mal so solide gearbeitet, wird jetzt heute Abend noch alles Mögliche mit reingemischt, um noch ein bisschen Ablehnung zu suggerieren. Ich glaube, man hätte dem Ganzen etwas gelassener entgegentreten können. Das hätte dem Gesetz deutlich besser getan. Aber bitte schön. Ich möchte trotzdem auf zwei Dinge eingehen, die jetzt hier in der Debatte noch reingemischt wurden, weil die so nicht stehen lassen können. Das Erste ist, dass der Schritt, der heute gegangen wurde, dass der so überraschend gewesen sei. Wenn Sie sich die Pressemitteilung der Landesregierung vom 9. März anschauen, steht dort schon, dass dieser Schritt unter der Bedingung stattfindet, wenn der landesweite Inzidenzwert bis dahin nicht über 100 steigt. Das ist heute passiert. Deswegen ist heute dieser Schritt gegangen worden. Hier wird immer wieder angemahnt, dass man mehr Verlässlichkeit bräuchte in einer Situation, wo alles so schwierig planbar ist. Hier ist etwas angekündigt worden und so durchgeführt worden. Da passt es Ihnen auch wieder nicht. Und interessanterweise, Frau Kuhler, Sie haben das ja auch eben gerade kritisiert, haben Sie das auch alles gar nicht kritisiert. Sie haben nämlich nach der Pressemitteilung des Kultusministeriums auch eine Pressemitteilung herausgegeben. Da haben Sie nur sich darüber beschwert, dass bei dem Gespräch zwischen Landesschülervertretung und Eltern und Kultusministerium dieser Schritt nicht angekündigt wurde. Dabei übersehen Sie aber, dass dieser Schritt genau eine Reaktion auf dieses Gespräch war. Das stand auch in der Pressemitteilung. Von daher frage ich mich, worüber streiten wir uns hier? Und da wird es dann doch ein bisschen ärgerlich, denn auch in der Debatte vorher, heute Nachmittag, aber auch hier wird immer wieder gesagt, na ja, wenn man nur sich gut genug anstrengen würde, dann könnte man im Prinzip alles öffnen, dann würde die Corona-Pandemie gar keinen Einfluss haben auf das Schulsystem, dann könnte man ja alles machen. Und das halte ich wiederum für gefährlich, weil nämlich mit dieser Taktik, die auch immer wieder mit Anträgen hinterlegt wird, gießen Sie nur Wasser auf die Mühlen der Querdenker und Corona-Leugner, die die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, die notwendig sind, um das Coronavirus einzugrenzen, unterminieren wollen. Und da sollten Sie einmal darüber nachdenken, ob das wirklich angemessen ist für die Situation. Ich werbe dafür, dass wir gemeinsam, dass alle Demokraten zumindest gemeinsam für Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen werben und dass wir nicht versuchen, aus dieser schweren Situation da in solchen Dingen parteipolitisch Honig zu ziehen. Ich finde, da sollten Sie doch einmal drüber nachdenken. Das ist mein Wort zum Schluss der Debatte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege May. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Prof. Lorz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wir sind fast am Ende eines langen Plenartages. Ich will mich da bemühen, mich kurz zu fassen. Ich bin den antragstellenden Fraktionen dankbar für ihre Gesetzesinitiative und auch für den Änderungsantrag. Und ich bin diesem Hohen Hause insgesamt dankbar, dass dieser Gesetzentwurf in so ungewöhnlich kurzer Zeit beraten werden konnte. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Funktionstüchtigkeit unseres parlamentarischen Systems, das auch imstande ist, Verfahrensweisen zu finden, die es ermöglichen, angemessen auch auf eine solche Ausnahmesituation wie die Pandemie zu reagieren. Ich habe mir vorgenommen, auf die Einzelheiten des Gesetzentwurfs nicht weiter einzugehen. Das haben wir in den ersten beiden Lesungen bereits getan. Ich verweise auf die guten und konstruktiven Beratungen, die wir im Kulturpolitischen Ausschuss geführt haben und in deren Lichte noch ein Änderungsantrag entstanden ist, der der heutigen Beschlussempfehlung mit zugrunde liegt. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz machen wir das Schulrecht für die kommenden Monate Corona-fest. Die Schulen brauchen Rechtssicherheit, und in der Pandemie muss manches, was sonst gilt, angepasst werden. Dazu trägt das Gesetz bei, beispielsweise mit der Definition des Distanzunterrichts oder auch mit den neuen Regelungen zu den Videokonferenzen, für die der Gesetzentwurf ebenfalls Klarheit schafft. Ich freue mich daher, wenn dieses Hohe Haus hoffentlich diesen Gesetzentwurf gleich in dritter Lesung annehmen wird. Gestatten Sie mir nun aber auch noch ganz kurz auf, das war nicht das, was ich mir vorgenommen hatte zu sagen, aber jetzt will ich doch ein paar Punkte noch kurz aufrufen, die hier in der Debatte zur Sprache kamen. Frau Kollegin Strube, in der Tat, wir haben über eine mögliche Verlängerung der einjährigen höheren Berufsfachschule nachgedacht. Wir haben auch im Ausschuss darüber diskutiert. Wir sind am Ende davon abgekommen, aber nicht, weil wir uns im grundsätzlichen Ziel irgendwie uneinig wären, sondern nur, weil wir gesagt haben, weil auch die Fachleute gesagt haben, wir haben unser System bereits anderweitig eingestellt, und es ist einfach für die Schülerinnen und Schüler anderweitig Vorsorge getroffen. Und wenn man jetzt plötzlich eine Schulform, die eigentlich schon ganz lange fürs Auslaufen vorgesehen ist, weil sie ja Teil des Übergangssystems war, wenn man die jetzt plötzlich wieder verlängert, dann bringt man das ganze neue System durcheinander. Wir haben die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung, wir haben die zweijährige höhere Berufsfachschule, wo wir, glaube ich, auch in diesem Corona-Jahr die Jugendlichen auch ohne allzu scharf auf die Noten zu gucken aufnehmen sollten. Und das sind gute Instrumente, mit denen wir genau die Klientel, von der Sie sprechen, auffangen können. Das ist der Grund, warum wir darauf verzichtet haben. Ihr Punkt. Danke. Der Punkt Berufspraktika, das wäre, glaube ich, noch wichtiger, den zu beklatschen. Der Punkt Berufspraktika, wir sind uns doch völlig einig. Berufspraktika sind etwas unglaublich Wichtiges, und Sie können mir glauben, ich hätte die lieber heute als morgen wieder in vollem Umfang am Platz. Und ich werde auch ganz bestimmt von der Ermächtigung, die in dieser Gesetzesnovelle drinsteht, nicht leichtfertig Gebrauch machen, sondern wenn immer wir diese Praktika auch durchführen und verantworten können, dann sollen sie gemacht werden. Sie sind wichtig, sie sind gut für die jungen Menschen. Da gibt es überhaupt keinen Dissens zwischen uns. Aber wir haben doch auch einfach in der Pandemie gesehen, dass es in einer Situation wie der gegenwärtigen schlicht und ergreifend nicht geht. Dass wir zum Teil auch die Betriebe gar nicht finden, dass die Möglichkeiten gar nicht da sind oder dass es auch einfach als zu riskant betrachtet werden muss. Und da wir nicht wissen, wann diese Situation jetzt wirklich genau enden wird, nur dafür ist diese Ermächtigung da, um dann notfalls auch weiterhin mit Maßnahmen reagieren zu können, zu denen ich, wie gesagt, wenn ich nicht muss, auch ganz bestimmt nicht greifen werde, weil sie auf jeden Fall die schlechtere Alternative zu dem sind, wenn diese Praktika durchgeführt werden können. Das sind die Punkte, wo ich einfach noch einmal feststellen wollte, dass wir uns in der Zielsetzung völlig einig sind. Und dann gibt es zwei Punkte, die ich jetzt auch einfach noch einmal ansprechen muss, weil mir ja klar war, dass die kommen. Liebe Frau Kollegin Kula, Sie fordern ja auch gerade eben in der Debatte wieder, wir sollen alle an Schule Beteiligten ernst nehmen. Darüber tauschen wir uns immer wieder aus. Nur gerade das Beispiel, das Sie anführen, gerade das Beispiel, Kollege Mayer darauf hingewiesen, warum wir beispielsweise von der ersten Märzwoche, von dem ursprünglichen Perspektivplan zur zweiten Märzwoche unsere Meinung geändert haben, gesagt haben, okay, wenn wir es irgendwie verantworten können, dann gehen wir noch einen Öffnungsschritt. Das war genau der Ausfluss des Ernstnehmens. Das war auf die dringende Bitte, insbesondere der Landesschülervertretung, wo die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, wir wollen wieder in die Schule, gebt uns die Möglichkeit. Dann haben wir gesagt, okay, wir glauben es verantworten zu können, und dann wollen wir diese Möglichkeit einräumen. Also ein besseres Beispiel dafür, wie man die Beteiligten ernst nehmen kann, kann man eigentlich gar nicht finden. Aber wir haben halt eine Schwelle.
die wir uns gesetzt haben, überschritten. Deswegen überrascht mich schon auch ein bisschen die Kritik gerade aus dem Munde des Kollegen Promny. Wir haben doch gerade erst vorgestern über einen Gesetzentwurf Ihrer Fraktion diskutiert, wo Sie die Schwellenwerte ganz massiv propagiert haben. Ich habe Ihnen genau meine Skepsis gegenüber Automatismen und festen Schwellenwerten dargelegt. Jetzt haben wir es einmal gemacht. Jetzt haben wir es tatsächlich einmal gemacht, weil wir erstens signalisieren wollten, dass wir nicht blind in irgendeinen Öffnungsschritt hineinlaufen, und zweitens, weil wir uns natürlich an dieser sogenannten Notbremsenregelung der Ministerpräsidenten orientiert haben. Und jetzt ist auch wieder nicht recht, dass wir uns in diesem Falle daran gehalten haben. Also, Herr Professor Lorz, ich will nur ganz bescheiden auf die Redezeit der Fraktion hinweisen, die mittlerweile überschritten ist. Gut, ich merke, Herr Präsident, ich konnte mein Versprechen, mich besonders kurz zu halten, leider doch nicht einhalten. Aber wenn so viele entspannende Punkte noch angesprochen werden in der Debatte, dann will ich auch auf das digitale Lernen nicht mehr weiter eingehen. Darüber haben wir uns beim letzten Gesetzentwurf der FDP unterhalten. Darüber werden wir uns ganz bestimmt in diesem Hause noch unterhalten. Nur ein allerletzter Satz zum Charakter dieses Gesetzes. Das ist eine temporäre Überbrückungsmaßnahme, um mit der Corona-Pandemie umzugehen. Wir werden nach der Pandemie mit Sicherheit noch in aller Ausführlichkeit über das reden können, was wir im positiven Sinne an Erfahrungen aus der Pandemie mitnehmen können. Dann greifen wir auch das Thema wieder auf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Lorz. Wir sind jetzt am Schluss der Beratung, und ich darf jetzt noch gemäß § 81 unserer Geschäftsordnung dem Kollegen Schwarz die Möglichkeit zu einer persönlichen Bemerkung einräumen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Vielen Dank für die Möglichkeit, eine persönliche Erklärung abzugeben. Der Kollege Scholz hat mir unterstellt, dass ich im Rahmen der parlamentarischen Beratung zu diesem Gesetzentwurf ein SCH-Wort gebraucht habe. Ich will sehr deutlich hinterlegen, dass ich die Verwendung von SCH-Wörtern im allgemeinen parlamentarischen Bereich, aber gerade bei Beratungen über einen so wesentlichen Gesetzentwurf im schulischen Bereich, wo wir Vorbildfunktionen haben, für völlig unangemessen halte. Deswegen weise ich diesen Vorwurf sehr deutlich zurück. Ich will darauf hinweisen, dass ich bei verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fraktionen nachgefragt habe, ob sie Ähnliches gehört haben, wie Sie glauben, verstanden zu haben. Keiner konnte das bestätigen. Noch einmal unterm Strich. Ich halte es für unangemessen, ein solches Wort zu benutzen. Ich verwende ein solches Wort nicht. Und deswegen möchte ich diese Unterstellung in aller Deutlichkeit zurückweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Damit sind wir in der Tat ganz am Ende der Beratungen zu Tagesordnungspunkt 94. Wir werden es aufrufen dann im Abstimmungsblock.